Wie tritt deine Manifestation tatsächlich in dein Leben? Darum geht es in diesem neuen Video. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Zimmermann, dein Business Life Mentor. Und ich begleite Menschen in ihre finanzielle Freiheit dank eines fünfstelligen Monatseinkommens. Ja, wir haben die letzten Wochen, Monate zusammen mit Susanna Belloni, schau auch unbedingt auf ihren Kanal, verschiedene Manifestationsmethoden, speziell was das Thema Geld angeht, durchgenommen. Wir haben sie getestet, wir haben geschaut, welche für uns am besten sind. Und die meiste Zeit hat es ja allerdings nicht funktioniert. Und darauf gehe ich heute in diesem Video ein. Und zwar nenne ich dir die Gründe, warum es nicht geklappt hat. Und ich gebe dir auch Lösungen mit, oder beziehungsweise eine Lösung, die absolute Zutat, die es notwendig ist, um deine Manifestation in dein Leben zu rufen. Das Ganze ist ein persönliches Anliegen von mir, weil ich habe über Monate, ja sogar Jahre manifestiert, mir Dinge ausgemalt, visualisiert, was das Zeug hält. Allerdings ist das meiste Zeit nie eingetroffen. Und damit du nicht diese Zeit verlierst und letztlich auch diese Geldenergie, die dadurch verloren geht, möchte ich heute mit dir dieses Video durchgehen. Die meisten Menschen glauben ja, dass es ausreicht zu manifestieren und alles, was sie sich wünschen, ob Geld, ob Menschen, ob Lebenssituationen, ob Dinge, die kommen dann einfach so vom Universum geliefert vor die Haustür, ohne dass ich was dazu tue. Wenn du das 2 bis 3 Mal machst, wenn du verschiedensten Methoden schon mal ausgetestet hast und es kommt immer noch nichts dabei raus, dann ist die Frage, wann ist es soweit? Wie lange dauert es noch? Beziehungsweise wie lange kannst du es noch verkraften, dass das Geld, neue Partnerin, neue Partner, eine neue Lebenssituation in dein Leben kommt? Schreib mir doch gerne mal ins Kommentarfeld eine Antwort zu diesen Fragen, die ich gerade gestellt habe. Das würde mich sehr interessieren. Ja, warum warten wir so lange auf unsere Manifestation und warum trifft sie meistens auch gar nicht ein? Es ist eigentlich ganz simpel zu erklären, denn es ist normal, dass es nicht passiert, aufgrund dessen, dass die Schwingung, die du aussendest, wenn du manifestierst, wenn du diesen Höhepunkt erreichst, diesen emotionellen, den du durch deine Gedanken, durch deine Vorstellungskraft aussendest, indem du dich schon in die Situation begibst, indem du spürst mit deinen Sinnen, wie es sich anfühlt, wie es riecht, wie es schmeckt, das Manifestierte bereits angezogen zu haben. Die Frage ist dann nur, was machst du mit dem restlichen, mit der restlichen Zeit des Tages? Wie fühlst du dich da? Bist du dann noch in der gleichen Vibration wie während der Manifestation oder nicht? Du kannst das Ganze vergleichen wie mit Sex in der Partnerschaft. Wenn du denkst, dass es der Beziehungsretter ist, dass es dich rettet, weil du einen kurzen Moment mal einen Höhepunkt erreichst oder in physischen Austausch bist, der beide Seiten befriedigt in deiner Partnerschaft, dann stell dir die Frage, ist es wirklich das, was dich glücklicher macht? Oder ist dein Partner, ändert sich ja trotzdem nicht in den 23 Stunden, 50 Minuten, wenn wir davon ausgehen, dass du einmal am Tag diesen körperlichen Kontakt hast, dass dein Partner, dass deine Partnerin in dieser Zeit oder dich glücklich macht. Die Frage ist, wie lange hältst du das durch, dass du da nur deine Beziehung aufbaust auf diesem physischen, auf diesem emotionalen Höhepunkt? Oder glaubst du vielleicht, dass es andere Sachen, dass andere Möglichkeiten es gibt, um deine Beziehung zu verbessern? Aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Ich möchte nur damit klar machen, dass du alleine durch diesen Orgasmus, durch diesen Höhepunkt nichts wirklich in deinem Leben verbesserst. Du kreierst zwar dieses Bündnis zwischenmenschlich gesehen, aber machst du eine Beziehung, die vielleicht ansonsten, weil ihr unterschiedliche Werte habt, weil ihr unterschiedliche Weltanschauungen habt, wird sie nicht grundlegend verbessern. Und so ist es auch bei der Manifestation, wenn du am Tag 2 bis 3 Mal diesen Höhepunkt unter Anführungsstrichen erreichst, aber den restlichen Tag nicht auf der gleichen Schwingung bist, wie willst du dann das anziehen, was du wirklich willst? Denn letztlich bestellst du ja immer wieder die ausgesendete Energie, bestellst du ab oder schwächst die Schwingung und dann wird sich das Universum sagen, eigentlich ist er gar nicht auf der Schwingung die meiste Zeit des Tages, auf der eigentlich manifestiert, also werde ich auch nicht liefern. Was sind die 3 Gründe dafür, die 3 Hauptgründe dafür, warum das Ganze nicht klappt? Letztlich sind deine Gedanken. Welche Gedanken dominieren die meiste Zeit des Tages? Sind sie eher positiv oder negativ? Denkst du maximal oft an das, was du manifestiert hast?
Und beziehungsweise wirst du auch von deinen Mitmenschen unterstützt. Das ist der zweite Grund. Sind die auf deiner Wellenlänge? Beispiel, wenn du selbstständig werden willst und du bist die ganze Zeit mit unter Angestellten und die dir sagen, wenn du von deiner Selbstständigkeit oder von deinem Projekt erzählst, nee, das schaffst du nicht, das ist unmöglich, da bist nicht gut genug, ziehen dich energetisch immer wieder runter. Wie wirst du dann deine Selbstständigkeit manifestieren? Schwierig, wahrscheinlich, oder? Und das Dritte sind deine Tätigkeiten. Wenn du manifestierst und andererseits übst du die meiste Zeit deines Tages Dinge aus, erledigst Aufgaben, die eigentlich gegen deinen Strich gehen, gegen deine Vorstellungen, dann signalisierst du jedes Mal dem Universum, ey, ich bin nicht bereit dafür, weil ich gar nicht noch nicht derjenige bin, der das Manifestierte auch wirklich bei mir behalten kann. Beispiel Geld und Armut. Wenn du jemanden arm in 1 Million Euro in die Hand drückst, derjenige aber nicht sich als Millionär fühlt, spürt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das Geld bald wieder weg ist, weil er keine Ahnung hat, wie er damit umgeht, wie er investiert, worin er das Geld steckt. Also, das ist die Frage, stell dir doch die mal genau, was hast du von diesen drei Gründen, was passt da noch nicht ganz in deinem Leben, dass du das Manifestierte aus diesem Grund nicht anziehst. Und so ging es mir genauso. Ich meine, ich hatte das Gleiche in Beziehung, ich hatte das mit dem Geld. Ich habe zwar ein gutes Verhältnis gehabt im Bett mit meiner Ex, aber der Rest hat nicht gepasst. Und ich habe mir aber trotzdem immer ausgemalt, es wird irgendwie schöner werden und es wird schon irgendwie, und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Aber irgendwann mal war es dann doch nicht mehr möglich, zusammenzuleben. Und das Gleiche und Ähnliches war es mit dem Geld. Ich hatte kein Geld eine Zeit lang und dachte mir, irgendwie kommt das Geld schon. Ich manifestiere nur mir immer wieder Beträge und setze mich damit in Verbindung emotionell. Es wird schon irgendwann passen. Hat aber nicht sein sollen. Sollen sein. So, jetzt hoffe ich, hast du verstanden, warum die Manifestation bisher nicht geklappt hat. Als nächstes gehen wir durch, wie du es schaffst, dein Manifestiertes auch wirklich in dein Leben zu ziehen, wie es physisch werden lässt. Stell dir es wieder so vor mit dem Gesetz der Vibration. Wenn du die Schwingung maximal beibehältst, mit der du manifestiert hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, ja, sehr groß sogar, dass es auch in dein Leben kommt, was du wirklich von Herzen willst. Damit du dem Traumziel näher kommst, stell dir diese Traumerfüllung so vor wie ein Radio. Diesen Tipp hat mir mein Mentor gegeben. Und zwar geht es darum, du stellst dir vor, wie so ein altes Radio, wo du noch mit den Händen drehen kannst und mit Knöpfen, nicht digital auf jeden Fall, analog. Dann stellst du zuerst mal die Frequenz ein, indem du manifestierst. Du stellst sie auf, was weiß ich, wie viel, ein. Sagen wir, du nimmst Rockmusik. Ich bleibe mal bei der Rockmusik jetzt. Und du schaltest das Radio ein, sprich, du sendest die Wellen dann erst aus, indem du ins Handeln kommst, indem du auf der Frequenz handelst und agierst und lebst letztlich, auf der du auch die Frequenz eingestellt hast. Das Ganze funktioniert natürlich nicht, wenn du, jetzt bleiben wir bei der Rockmusik, wenn du Rockmusik eingestellt hast, bist aber irgendwie klassisch, hörst die ganze Zeit oder den ganzen Tag lang klassische Musik, dann bist du auch nicht auf der Frequenz von der Rockmusik oder von dem Rocksender. Also, wie soll das Ganze dann funktionieren? Wahrscheinlich eher weniger gut. Wenn wir davon ausgehen, dass du was Freudvolles, was dir Spaß macht, was dir Freude bringt, manifestiert hast und du handelst dann auch in der Freude, dann bist du auf der gleichen Frequenz, sprich, dein Manifestiertes trifft dann auch entsprechend ein. Also du bist auf der gleichen Energie. Anders ausgedrückt, du spielst mit der Musik. Und kennst es ja wahrscheinlich auch das Beispiel aus deinem eigenen Leben, ich kenne es aus meinem, wenn du Dinge tust, die dich weiterbringen, die dich deinem Ziel näher bringen, dann ist es manchmal leichter, indem du Musik hörst oder ja, ein Hintergrundgeräusch hast, das dich beflügelt, das dich froh stimmt. Ob es jetzt Musik ist oder das Plätschern von Bach oder Regengeräusche, das alles kann dazu führen, dass du obwohl du trotz so einen Widerstand hast innerlich oder vielleicht auch Befürchtungen, Zweifel hast, dass das, was du tust, gerade wirklich dich weiterbringt oder dich nicht so gut anfühlen lässt, dann hast du vielleicht
diesen Aufschwung, diesen energetischen durch Musik. Jetzt hast du hoffentlich verstanden, dass es wichtig ist, mit der Musik zu spielen, ins Handeln zu kommen. Die Frage ist nur, warum handeln die meisten Menschen nicht? Erstens, ein Grund ist, sie wissen nicht, was sie tun sollen und sie wissen nicht, wie sie es machen sollen. Das zweite ist, sie haben keine Motivation oder sie haben sich keine inspirierenden Ziele gesetzt, beziehungsweise das, was sie manifestieren wollten oder beziehungsweise was sie manifestierend haben, entspricht nicht ihrer Herzfrequenz, also gehört nicht wirklich zu ihnen. Und das merkt natürlich sofort das Universum. Wenn ich es nicht aus meinem Herzen heraus mache, dann wird es auch nicht eintreffen. Und das Dritte ist, sie haben keine Unterstützung. Es fehlt ihnen einfach an der mentalen, an der energetischen, an der emotionellen Unterstützung. Zurückzukommen wieder zum Thema Beziehung. Wenn du unternehmerisch tätig sein willst und selbstständig werden willst oder große Ziele hast und dein Partner, deine Partnerin halten dich aber zurück, weil sie sagen, ja, ich bin eigentlich zufrieden mit allem und wir haben doch ein komfortables Leben und es ist alles luxuriös, dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal auch auf dich abfärben und du wirst dein Projekt aufgeben, weil du einfach nicht die Unterstützung hast. Deshalb hier ein paar Punkte, die dich weiterführen, die dich weiterbringen können, die dir Lösungen bringen in dein Leben. Zuerst nochmal das soziale Umfeld. Wähle wirklich die Menschen aus, die dich weiterbringen. Es ist enorm wichtig. Mein Mentor sagt immer, stell den Lärm aus. Du musst den Lärm ausstellen, damit du wirklich erstmal zu dir zurückfindest, verstehst, was du willst, wer du bist, und dann kannst du weitergehen. Du bist ja letztlich nichts anderes als ein Produkt deines Umfelds. Und daher begib dich unter Menschen, die wirklich auch ja, das gleiche vorhaben wie du, die ähnlich schwingen wie du, die dich freudvoll stimmen. Und wenn es nicht der Fall sein kann, weil es gibt natürlich viele Menschen, die nicht einfach ihr soziales Umfeld ändern können, dann benutzt doch die Methode vom Quantensprung, die wir auch vorgestellt haben in unseren Manifestationstechniken von Goldman, einem NLP-Coach, wo es darum geht, dass du wirklich dich immer in diese Schwingung begibst von deinem Doppelgänger, von deinem idealen Ich. Wie würde der leben? Wie würde der mit solchen Situationen umgehen? Weil letztlich geht es ja darum, dass du widerstandsfähig wirst, dass du resistent wirst gegen alle äußeren Energien, die hier auf dich einprasseln und du bei dir bleibst. Zweiter Tipp, wie du dein Manifestiertes reell werden lässt in deinem Leben, ist deine gedankliche Ausrichtung. Deine geistige Wahrnehmung entscheidet, wie du bist, wie deine Realität ausschaut. Ich gebe bei meinen Kunden immer dieses Beispiel der geistigen Inventur mit. Das heißt, je nach Aktion, kurz zusammengefasst, die ich am Tag mache, welche Gedanken habe ich da dazu? Welche Ausrichtung habe ich? Was stelle ich mir vor? Was für Absichten habe ich damit, erziele ich damit dahinter? Wie fühle ich mich dabei? Also es geht darum, wirklich zu verstehen, was du tagsüber denkst, entspricht dann auch dem, was du damit anziehst. Weil alles geht von den Gedanken aus, wie du weißt. Du kannst die Emotionen, die Energien, die auf dich einfließen, aber die auf dich wegfließen, kannst du immer entscheiden, bewusst, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich davon runterziehen oder lasse ich mich dadurch beflügeln? Also schau, was du tagsüber denkst, ist ganz entscheidend für dich. Und drittens sind die Handlungen. Wenn du auf dieser manifestierten Zielfrequenz handelst, sprich mit der Musik spielst, dann geht es darum, dass du natürlich auch die Dinge in der Freude tust. Du wirst ja was Freudiges anziehen. Und du wirst auch freudig handeln. Also sprich, die Schwingung dieser beiden Komponenten ist dann auf einer Ebene. Das heißt, das Universum versteht dadurch, dass du bereit bist zu empfangen. Und für diesen dritten und letzten Tipp ziehe ich das Gesetz des Ausgleichs ran. Denn Gott des Universums belohnt die Menschen, die was tun, die ins Handeln kommen, die unterstützend wirken, die hilfsbereit sind, die anderen Menschen einen Gefallen tun, die ihr Herz ausschütten. Alles das wird irgendwann belohnt. Es geht nur darum, es auch von dir zu geben und wirklich von Herzen zu tun. Es geht darum, wirklich zu manifestieren. Es ist wichtig, es ist die Basis, um dein Leben wirklich neu auszurichten, um Dinge zu ändern. Allerdings darfst du dann auch ins Handeln kommen, denn wenn du nicht handelst, entsprechend auf der Frequenz von dem Manifestierten, praktisch diese Diskrepanz beibehältst, solange wird sich nichts in deinem Leben ändern. Deswegen schau nochmal drauf, was deine Einstellung ist, wie du durchs Leben gehst, mit welchen Leuten du dich durchs Leben begibst. Ich habe da eine Mutmacher-Methode, nenne ich sie, entwickelt, die mir hilft, in meine Kraft zu kommen, die auch meinen Kunden hilft, in ihre Kraft zu kommen und zu verstehen, was es braucht,
damit sie das Manifestierte in ihr Leben ziehen. Und vergiss nicht, dass es jeder kann. Jeder kann das Manifestierte anziehen in sein Leben. Es gilt nur darum, diese Lücke zu schließen zwischen dem, was du manifestierst und dem, was du tust. Und das hier wiederum ist zurückzuführen auf die Gedanken, die du den ganzen Tag lang über hast. Wenn dir das wirklich was, ja, wenn dir was bedeutet, das, was du manifestieren willst, wenn du weiterkommen willst im Leben, wenn du auch mehr Freude erleben willst, mehr Abenteuerlust verspüren willst und unternehmerisch vielleicht auch tätig sein willst, dann schreib mir doch gerne auch eine persönliche Nachricht oder klick auf den Link in der Beschreibung. Dann kommst du direkt zu einem persönlichen Coaching-Gespräch, das natürlich kostenlos ist. Und dann sehen wir weiter. Schreib mir in die Kommentare, ob das was gebracht hat, ob das dadurch dein Manifestiertes verstärkt hat, diese Erkenntnis. Und hinterlass mir doch gerne auch ein Like oder auch nicht, wenn dir das Video gefallen hat. Und abonniere auch gerne meinen Kanal, in dem du weiterhin Themen bekommst zur Selbstentwicklung, zum Aufbau deines Unternehmens und was es braucht, um finanziell frei zu werden, damit du maximal viel positive Energie in die Menschheit, in die Welt herausschicken kannst. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald. Ciao.